Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Castle Crush mit mir, Nefred. Und heute, was haben wir heute vor? Wir wollen heute natürlich noch einige Truhen öffnen. Wir haben noch die Silberkiste, Entschuldigung, Kiste, nicht Truhen. Und wir wollen erstmal die Silberkiste öffnen. Was haben wir denn da drin? Okay, erstmal keine epische, ist jetzt vielleicht am Anfang nicht ganz so geil, aber naja, wir werden da schon mit klarkommen. Also, Henker als selten, das ist schon mal nicht schlecht. Goldkiste habe ich jetzt leider keinen. Wir haben noch zwei Gratiskisten, wir können die Siegeskiste später noch machen. Ich habe ein, naja, ein Metamorph-Trolldeck will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wir können noch gleich die Episch-Kiste noch öffnen. Ich habe nämlich ein Sonderangebot im Shop, da freue ich mich auch schon drauf. So, erstmal ein Extra-Kristall und ein paar Pfeile. Und wer hat's denn gesehen? Also, wir haben tatsächlich meinen YouTube-Kanal verlinkt. Ich muss allerdings jetzt mal ganz kurz dazu sagen, sie haben mir das gesagt, dass sie das machen wollen. Und ich habe dann gesagt, ich bin allerdings kein Pro. Das habe ich denen auch ganz klar und deutlich gesagt. Sie wollten es trotzdem machen. Naja. Ich habe halt, wie gesagt, gesagt, ich bin kein Pro. Ich bin da weit entfernt von. Aber wenn sie es so machen wollen, dann sollen sie es tun. Ihr wisst ja, dass ich kein Pro bin. Ich spiele es einfach aus Spaß. Wir spielen einfach das Spiel weiterhin aus Spaß. Es wird sich auch nichts ändern. Und wir gehen jetzt mal direkt in den Shop und kaufen die Episch-Kiste. Wir kaufen die Episch-Kiste. Ich bin gespannt. Okay, es sind zwei Karten drin. Und ich hoffe natürlich auf den Metamorph. Das ist das, worauf ich hoffe. Weil das wirklich eine... Die Karte ist so mega geil. Die ist so mega geil. 10-mal den Dämon. Okay, den könnte ich upgraden. Ah, nicht das, was ich gehofft habe. Leider. Ist egal. Der Dämon ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Nur das Problem, was ich habe, ist, wenn ich den Metamorph setze, den ich zweimal drin habe, wenn ich den einsetze, dann übernimmt er diese Funktion von dem Dämon nicht. Der Dämon, der hebt ja sein Schwert auf den Boden oder der macht sein Schwert auf den Boden am Anfang. Und dann hast du quasi, dass der Gegner extrem geschwächt ist dadurch, die gegnerische Karte auf dem Spielfeld. Das macht der Metamorph leider nicht. Der kopiert ihn nur und läuft dann weiter. Aber okay, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein erstes Spielchen und gucken mal, wie das Deck hier läuft. So, gegen Lodos 2005 aus der Türkei. Und ich habe jetzt eigentlich schon mal am Anfang den Golem, was für mein Deck schon mal gar nicht mal so schlecht ist. Es ist, wie gesagt, so eine Art, naja, was soll ich sagen, Trolldeck ist es nicht. Es ist einfach mal so ein Deck, wo ich wirklich zweimal den Metamorph drin habe. Den habe ich ja jetzt auch schon einmal. Mal gucken. Na, das ist schlecht. Allerdings habe ich gleich auch 5. Dann kann ich schon wieder was setzen. Ja, wir setzen jetzt mal, komm, wir setzen den Sturmelementar mal. Nein, wir setzen ihn nicht. Wir setzen ihn. Das war gut. Das war die Rettung für mich. Jetzt können wir ihn setzen, den Henker, und können dann nochmal direkt weitermachen. So, wenn der weg ist. Komm. Ah, das war nicht gut. Wir können allerdings den Sturmelementar jetzt setzen. Komm, mach den Pirat. Der Pirat ist weg. So, und jetzt gleich müsste er eigentlich jetzt der Metamorph eins der beiden annehmen. Ja, das war wieder mega Pech. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass der Metamorph dann quasi genau im falschen Moment, genau wenn ich das nicht gebraucht habe, jetzt komm, nimm entweder den Heilerin wahrscheinlich jetzt. Oh, er hat ihn genommen. Er hat ihn genommen, das ist sehr gut. Und er ist down. Okay, jetzt. Das ist natürlich, du musst natürlich immer aufpassen, ne? Desto weiter du bist, desto schwieriger wird es, weil du ja dann immer, oder beziehungsweise desto mehr Karten auf dem Spielfeld sind, ist dann die Gefahr natürlich immer ganz groß, dass da was passiert, was du nicht willst. Oh, jetzt wird's aber gefährlich. Ich muss mal eben ganz kurz ihn schützen, das reicht nicht. Aber wir können ihn, wir können ihn schon setzen. Wir können den dunklen Ritter schon setzen. Jetzt kommt nämlich unser kleiner Freund, der Drache, aufs Spielfeld. Und dann haben wir eigentlich das Spielchen schon ganz gut im Griff. Ja, er hat ihn schon auch ein bisschen geschwächt. Okay, jetzt Drache. Ja, der Dunkle geht davon ein bisschen weg. Ist egal, so, Schlammelementar dahinter. Henker, denke ich mal, machen wir auf die untere Bahn. Und jetzt müssen wir warten, bis der Metamorph nochmal kommt. Wir haben ihn noch gar nicht richtig in Stellung gebracht in diesem Spiel. Jetzt, komm. Bitte Drache. Okay, oh, Krieger. Leider die schlechteste Karte, die ich hätte erwischen können. Aber Drache Nummer 2. So, jetzt nochmal. Wenn jetzt die Erscheinung kommt, dann drehe ich durch. Oh, er macht ein einziges... Ey, das ist so viel. Wie viel Pech kann man denn eigentlich haben? Zweimal hatte ich ihn und zweimal setzt er im letzten Moment noch sein Zeug dahin. So, wir haben es trotzdem. Alter Schwede. Der Metamorph des Todes. Könnte ich noch irgendwas austauschen? Ich kann auch jetzt gar nichts mehr verbessern. Ich habe ja mein letztes Gold rausgedroschen für die Episch-Kiste leider. Ah, Mann. Ärgerlich, ne? Dass ich zweimal hatte ich den Metamorph gescheit und dann hat er noch im letzten Moment hat er noch die Skelette gesetzt. Und dann haben wir es nicht mehr hinbekommen und dann haben wir leider... Ja, kurz vor knapp haben wir da noch ein Skelett rausbekommen. So, gegen Diago. Wo kommt er wohl her? Ah, okay. Gegen Diago von The Champs. Wobei das ja nichts heißen muss, was du hier für ein
was du denn für eine Flagge hinter deinem Namen hast. Das muss nicht heißen, dass du auch wirklich aus dem Land her kommst. Wir machen erstmal. Wir müssen den Drachen mal wegschmeißen, okay. Das ist jetzt die Frage, was er noch setzt. Okay, wir haben auch den Engel, das ist schon mal gut. Ich hoffe mal nicht, dass er jetzt noch einen Golem davor setzt. Ich weiß es nicht. Wir machen das erstmal ein bisschen vorsichtig. Nein, er hat den Sturmelementar. Jetzt komm, wird das jetzt noch ein Heiler? Oh, ein Sturmelementar. Und er hat auch eingesetzt. Was kommt jetzt? Oh, Schlamm. Jetzt muss ich mich mal eben schützen hier. Oh, da ist der Sturmelementar übrigens. Den Schlammelementar hatten wir selber, aber ja, sieht jetzt sehr schlecht aus. Aber er ist down. Okay, Alter. Der oben ist schon... Oh, der oben geht ultra ab. Der oben wird ultra abgehen. Verdammt, 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 verdammt. Der ist stark. Der ist stark. Der wird sich immer weiter aufbauen. Das ist nicht gut. Nicht gut. Oh, wir haben ihn. Oh, Alter, war das knapp. Komm, schnell, schnell, schnell. Geh kaputt. Geh kaputt. Oh, das war ein knappes Ding. Alter Schwede. Geben wir ihm erstmal ein gutes Spiel. Das macht ja richtig Spaß gerade. Nein, 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 mach ihn nicht tot. Er ist tot. Jetzt habe ich nur eine Chance. Oh, nochmal rausgekriegt. Sehr gut. Wir haben ihn nochmal rausgekriegt. Ja, Orkkrieger jetzt gegen seinen dunklen Ritter. Das wird er ganz knapp schaffen. Heiler, beziehungsweise Engel hinterher. Oh, das ist natürlich jetzt ein Duell der Metamorphs hier. Das ist natürlich jetzt krass. Aber sie dreschen ja noch einmal drauf. Nehme ich jetzt definitiv einmal den. Ah ja, dann nimmt natürlich den hinteren. Er nimmt natürlich den hinteren und drischt ihn da dann drauf. Komm. Ah, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Kann der Drache alleine es schaffen? Ich glaube, ich brauche trotzdem mal eben die Bombe. Metamorph? Oh, er hat ihn auch gesetzt. Oh, er ist down. Zweimal den... Okay, in der Mitte haben wir jetzt auch nochmal den dunklen Ritter. Das ist ein richtig gutes Spiel. Oben muss ich jetzt ihn setzen. Wir setzen jetzt mal einmal den Extra-Kristall, damit ich eine neue Karte bekomme. Okay, Scharfrichter ist gut. Kann ich auch nochmal gebrauchen. Drache jetzt gegen dunkler Ritter. Komm. Ah, wir sind doch schon ein bisschen durch. Er hat gefreezed. Mist. Er freezed eine gute Karte, muss ich sagen. Komm, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Ich sage gutes Spiel, er reagiert nicht. Und jetzt macht er... Ja, genau. Ja, genau. Du mich auch, Kollege. Du mich auch. Aber wir sehen, das Deck funktioniert, ne? Das Deck funktioniert. Wir haben die Siegeskiste. Wir haben die Siegeskiste offen. Ah, leider keine epische. 47 mal die Krieger und 5 mal den Zorn. 5 mal den Zorn. Naja, so ist das. Gegen Asu spielen wir jetzt. Antwerp Masters. Eigentlich ein belgischer Clan, aber seine Flagge sagt ja was anderes. Mal überlegen, was wir jetzt tun. Wir haben zweimal Mana-Ritual. Wir werfen jetzt mal eben ihn weg. Ich könnte jetzt warten, bis er was setzt. Wenn er jetzt wirklich aus dem Pushen kommt, dann könnte ich wirklich mal gleich über den Metamorph nachdenken. Das ist das Geile. Das ist jetzt nicht das Geile. Jetzt bringt mir der Metamorph nämlich gerade gar nichts. So, Extra-Kristall. Zack. Es wird noch reichen. Wenn er jetzt... jetzt wird es schon wieder schwierig. Da müssen wir jetzt mal eben ganz kurz Dransky hier. Komm, schützen, 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 schütz ihn. Mach ihn doch noch heile, bitte. Ja, jetzt ist okay. Oh, jetzt muss ich den Metamorph setzen. Oh, knappes Ding. Aber es hat funktioniert. Wir haben ihn nochmal rausbekommen. Zwar ein Level niedriger, aber ist egal. So. Orkkrieger jetzt auf die mittlere Bahn. Wir sind jetzt ein bisschen durch. Jetzt muss ich mal warten. Den Blitz muss ich mir unbedingt aufsparen. Zweimal Heilerin. Was ist denn mit ihm los? Zweimal Heilerin auf einmal. Ja, jetzt bringt zum Beispiel wieder nichts mehr, noch den Metamorph zu setzen. Weil er hat ja noch den Zwerg auf dem Spielfeld und den will ich nicht haben. Aber den Drachen habe ich jetzt gleich. Jetzt habe ich gleich den Drachen. Das ist genau das, was ich wollte. Oh, oh. Hier muss ich definitiv mal eben schnell unseren kleinen Freund, den Henker, setzen. Engel hinterher. Ja, das ist... Dafür brauche ich unbedingt auch noch ganz schnell den Blitz. Ja, jetzt läuft es halbwegs. Wenn ich jetzt den Orkkrieger da unten hinsetze, dann könnte ich gleich den Metamorph setzen. Komm. Komm, 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 gib mir. Gib mir. Im schlechtesten Fall kriege ich jetzt den Golem. Ja, Orkkrieger, das ist okay. Ey, wir haben schon wieder gewonnen. Wir haben schon wieder gewonnen. Das gibt's doch gar nicht. Es ist...
ich muss wirklich sagen, die Karte gefällt mir richtig gut. Das ist wirklich eine richtig gute Karte. Sie macht richtig viel Spaß zu spielen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich immer sehr über einen Kommentar, über einen Daumen nach oben freuen. Über Tipps, Tricks, Feedback und so weiter würde ich mich natürlich immer sehr freuen. Wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Wir sehen uns später wieder bei einer Runde Clash of Clans. Macht's gut. Danke, dass ihr dabei wart. Abonniere nicht vergessen. Gratis Juwelen in der Beschreibung. Macht's gut. Tschüss.